Die Liebe will nichts wissen über das, was sie liebt. Sie liebt allein das Zentrum der Person. Die Person ist reiner Selbstzweck. Ich stelle mir einen Liebenden vor, der sein ganzes Leben neben der Frau verbrachte, die er leidenschaftlich liebte, ohne sie je etwas zu fragen. Und so starb er, ohne etwas von ihr zu wissen. Vielleicht, weil er von Anfang an wusste, was er wissen musste. Das, Laure Barrias, ist ein Satz von Wladimir Jankélévitch aus seinem Buch Irgendwo im Unvollendeten. Eine Definition der Liebe, die auf den ersten Blick überraschend mag. Denn in der Regel, sagen sich Verliebte, lernen wir uns erst einmal besser kennen. Hier aber steht genau das Gegenteil. Wer liebt, muss nicht detektivisch alles aufdecken. Es ist sogar besser, nichts über die geliebte Person zu wissen. Was will er damit sagen? Etwas ganz Einfaches. Laure Barrias ist Philosophiedoktorandin und Dozentin an der Universität Straßburg. Man liebt nicht die Summe der Qualitäten einer Person, sondern deren Selbstheit, wie Jankélévitch sagt, das Zentrum der Person. Selbstheit, das Zentrum der Person. Aber wo ist der Unterschied? Inwiefern ist ihr Zentrum, wenn ich das so sagen darf, nicht die Summe ihrer Qualitäten? Verstehen Sie, was ich meine? Ja, natürlich. Ich denke, er will damit sagen, in der Liebe zählt vor allem deren Wirksamkeit. Dafür braucht es kein Wissen über den anderen. Liebe entsteht, wenn sich zwei Menschen begegnen. Und es wäre illusorisch zu glauben, Liebe sei etwas, das sich erschaffen oder ansammeln lässt. Oder erklären. Ja. Oft wird ja gefragt, warum liebst du sie? Oder warum liebst du mich nicht mehr? Man sucht eine Erklärung für die Liebe oder für deren Ende. Und das ist vielleicht sogar leichter zu erklären als die Liebe selbst. Ja, weil die Liebe zu Ende ist. In dem Moment, in dem man von der Liebe eine Erklärung verlangt, verliert man sie. Könnte man es so sagen? Ja. Ich denke, die Idee dahinter ist ganz einfach. Die Liebe ist etwas Lebendiges. Sie ist nicht greifbar oder, wie Jankélévitch sagt, nicht definierbar. Für die wichtigsten Dinge gibt es keine Erklärung, keine Definition. Das ist wie... Sie sind selbstverständlich und können deshalb nicht benannt werden. Ja, deswegen sind die Leser nach Jankélévitchs Aufsätzen oft ein bisschen enttäuscht. Er kommt zu Schlussfolgerungen, die eigentlich selbstverständlich sind und die man bereits kannte. Aber vielleicht waren sie einem nicht bewusst oder man konnte sie nicht formulieren. Jankélévitchs Schriften sind sehr redundant. 700 Seiten über den Tod, um zu sagen, dass es nichts darüber zu sagen gibt. Aber wir sprechen hier von der Liebe. Das liegt oft nah beieinander. Stimmt. Denn Jankélévitch sagt, alles, was eine moralische Bedeutung hat, darüber werden wir vielleicht noch sprechen, wie die Liebe zum Beispiel. Genau. Hören wir, was er über Liebe und Moral zu sagen hat. Hören wir den Mann mit der großen rechten Augenbraue. L'amour est d'abord plus important que la sincérité, par exemple. Qu'est-ce que c'est qu'une sincérité sans l'amour? Ça ne vaut rien. Mieux vaut être un hypocrite, alors. Donc c'est l'amour qui valorise toutes les vertus, sans lesquelles ces vertus elles-mêmes ne seraient que cymbales retentissantes, comme dit l'apôtre. Donc ce qu'il faut, justement, c'est l'amour qui les vivifie, sans lesquelles elles ne sont rien. Donc l'amour n'est pas étranger à la vérité, mais je dirais même qu'il est une survérité. Il est fondateur de la vérité, il est survrai, si on peut s'exprimer ainsi. Et c'est pourquoi la sincérité en elle-même ne vaut rien. Et ceux qui la prêchent indépendamment de l'amour, comme Kant, qui est un théoricien du désintéressement, mais qui s'évertue à ne pas prononcer le mot d'amour, ou Saint Augustin, n'est-ce pas, avec qui il est entièrement d'accord. Qu'est-ce que c'est que cette sincérité-là? C'est comme d'être sincère avec la Gestapo, par exemple. Si je cache un résistant dans une armoire, et qu'on me dit « il est là », et qu'on me dit « est-ce qu'il est là ?» Et si je dis « oui, il est là », parce que c'est vrai, bin ich ein Schurke. Je suis un gredin. Es ist so schön, wie er das sagt. Hört man ihn so reden, kann man das alles nachvollziehen. Es zu erklären, fällt jedoch schwer. Das ist die große Herausforderung bei ihm. Die Liebe steht vor der Aufrichtigkeit und der Wahrheit. Sie ist überwahr, steht also über der Wahrheit. Was bedeutet das?
Seine Philosophie könnte man in einem Satz zusammenfassen. Ist das Herz nicht dabei, ist alles nichts. Ist das Herz nicht dabei, ist alles nichts. Genau deswegen sind Versuche philosophischer Erklärung und in seinem Fall ganz besonders so vergeblich. Man schreibt seitenweise über etwas, das unbeschreiblich ist und das sich per Definition jeder didaktischen Festlegung entzieht. Und das stellt er in Frage. Und wenn ich mir erlauben darf, er ist nicht immer ganz aufrichtig, etwa wenn er Kant in Frage stellt, denn damit legt er ihn fest. Und sein Werk Le Traité des Vertus ist voller kategorischer Imperative. Oder wenn er über Augustinus spricht, er tut ihm Unrecht. Absolut. Aber nochmal zurück zum Verstehen seiner Aussage, die Liebe steht vor der Wahrheit, sie ist überwahr. Mit dem Verstand ist diese Aussage unmöglich oder nur schwer zu begreifen. Wenn man es erlebt, ist es aber selbstverständlich. Ja, genau. Das macht seine philosophische Denkweise auch so schwierig. Was er sagt, ist selbstverständlich, aber nur schwer zu beschreiben. Deswegen hat man vielschichtige Konzepte mit Erklärungsversuchen entwickelt. Aber eigentlich ist es ganz einfach. Ist das Herz nicht dabei, ist alles nichts. Oder anders gesagt, nichts im Leben oder in der Liebe ist schwerer, als es einfach zu machen. Coco, unsere wunderbare Zeichnerin von Charlie Hebdo, hat für unsere heutige Sendung das bekannteste Liebespaar der Antike dargestellt, Alcibiades und Sokrates. Wer glaubt, Homosexualität sei eine neumodische Erscheinung, dem empfehle ich zum Beispiel Platon zu lesen. Wir sehen hier Sokrates in Alcibiades Armen. Und hier Alcibiades, der Sokrates fragt, ob ihm sein Hintern gefalle. Wie Brigitte Bardot im Film Die Verachtung. Und dieser antwortet, nicht sehr platonisch, mehr als dein Hirn. Im Symposium aber sagt Platon genau das Gegenteil. Er will nicht Alcibiades Hintern, sondern sein Hirn. Er sagt ihm, anstatt Liebe zu machen, lass uns lieber darüber nachdenken, woher dieses Verlangen kommt und was es mit deiner Schönheit auf sich hat. Wir sind hier also in einem anderen Register der Liebe. Die Liebe, die sich erklärt, die sich rechtfertigt und analysiert, der es nicht um das Körperliche geht. Ja, absolut. Und das ist eine Form der Liebe, die mich ein bisschen kalt lässt. Weil sie nicht miteinander schlafen? Ja, weil... Nochmal, Alcibiades möchte mit Sokrates schlafen. Er ist schön, Sokrates ist hässlich. Alcibiades möchte, aber Sokrates nicht. Was er sagt, ist schön und überzeugend, aber es funktioniert nicht. Nein. Und das aus Gründen, die mich, ehrlich gesagt, nicht überzeugen. Die Vorstellung, die philosophische Verbindung sei eine Art Propädeutikum für die Liebe. Propädeutikum, hier verstanden als Vorbereitung auf eine höhere Liebe. Ja. Aber mich überzeugt das nicht wirklich. Meine Vorstellung von der Liebe, die der von Jean Kelevich übrigens sehr ähnelt, ist eher die, dass Liebende sich eine neue, gemeinsame Welt erschaffen. Dass sie den Dingen, Orten und Gefühlen eine neue Bedeutung geben. Dahinter steht für mich auch etwas sehr Körperliches, ohne Dualität. Spinoza nennt es das, was allen Dingen gemeinsam ist. Zwei Individuen, die zueinander passen. Genau. Und dazu gehört auch Sex. Absolut. Um zu finden, was allen Dingen gemeinsam ist. Sokrates' Verhalten erinnert an das, was Gainsbourg später besang. Die physische Liebe ist ohne Ausweg. Wenn das Stöhnen, das Hochgefühl, der Liebesakt vorbei ist, dann ist es vorbei. Sokrates will aber etwas anderes. Er will ein Gefühl, das eben nicht dem Auf und Ab des Verlangens unterworfen ist. Ja, aber man kann es ja wiederholen. Wiederholen? Ach so? Die Liebe. Den Sex? Ja, es ist ein Auf und Ab, immer wieder von neuem, ein Ausprobieren. Und genau das, denke ich, macht die Liebe aus. Es gibt das Sprichwort, nach dem Coitus sind alle Kreaturen traurig, doch ohne ihn gäbe es sie gar nicht. Bleiben wir kurz beim Symposium von Platon. Hier geht es nicht mehr um Sokrates, sondern um Aristophanes, der in seiner Rede den Mythos der Kugelmenschen darlegt. Demzufolge waren die Menschen früher kugelförmig, mit vier Armen und Beinen, männlich, weiblich und androgyn. Mit beiden Geschlechtsorganen. Ja, und weil die Menschen in ihrem Übermut zu den Göttern aufsteigen wollten, hat Zeus sie in zwei Hälften zerteilt.
Und so suchen wir heute noch immer nach unserer zweiten Hälfte. Und Aristophanes sagt, die ehemaligen Mann-Mann-Kugelmenschen suchen ihre männliche Hälfte, die Frau-Mann-Menschen ihre männliche bzw. weibliche Hälfte, die Frau-Frau-Menschen ihre weibliche. Die Liebe ist also die fehlende Hälfte der Orange oder der Sonne. Das, was uns vollständig macht. Das ist anders als bei Sokrates und Alcibiades. Aber was sagen Sie zu dieser Definition der Liebe? Ich höre schon Ihre Einwände. Aber bitte. Ich finde diese Vorstellung von der Liebeskugel... Die Suche nach der verlorenen Kugel. Genau. Die Vorstellung, dass wir in der Liebe etwas suchen, das wir verloren haben, überzeugt mich nicht. Und es entspricht, denke ich, auch nicht dem, wie man die Liebe tatsächlich erlebt. Verliebtsein fühlt sich, finde ich, nicht so an, als habe man etwas gefunden, das man verloren hatte. Es ist eher die erstaunliche und schöne Erfahrung von etwas ganz Neuem. Das unerwartet ist. Ja, unvorhersehbar. Vielleicht ist das der Grund, warum Jankelevich sagt, wahre Liebe will den anderen nicht kennen. Denn wollen wir den anderen unbedingt kennen, tun wir das vielleicht, weil er etwas auffüllen soll, das uns fehlt. Akzeptieren wir ihn aber einfach so, in seiner Fremdheit. Wie soll ich es sagen? Dann liebt man einfach, ohne etwas zu verlangen. Ja, es geht eher in diese Richtung. Der andere soll uns nicht vervollständigen. Wir erschaffen vielmehr gemeinsam eine neue Welt. Es geht nicht darum, durch den anderen endlich wieder vollständig zu werden. Ich finde, das entspricht nicht der Realität. Ich sehe ein Paradox in der Liebe, wie Sie sie beschreiben oder wie wir sie zu erklären versuchen. Diese Art der Liebe erwartet keine Gegenliebe. Die Liebe, wie Jankelevich sie beschreibt, oder Roman Gary. Er schreibt in seinem Roman Frühes Versprechen, geliebt zu werden ist gut, doch zu lieben ist ein Grundbedürfnis. Anders gesagt, die Liebe braucht eigentlich keine Gegenliebe. Viel wichtiger ist die Fähigkeit, selbst lieben zu können. Die Liebe hängt also allein von der liebenden Person ab. Ja. Und ich finde, diese Vorstellung entspricht der Liebe besser. Zwei Menschen treffen aufeinander und spüren, dass sie gut zueinander passen. Dieses Aufeinandertreffen bewirkt etwas, spricht etwas an. Es geht aber nicht darum, etwas wiederzufinden, das man verloren hat. Die Person kann auch etwas bewirken, das uns stört. Dieser Mensch kann uns durch seine Anwesenheit, seine politischen Ansichten, den Geruch seiner Strümpfe stören, uns das Leben schwer machen. Er erfüllt uns nicht, er nervt uns. Ja, die Liebe kann auch etwas Lästiges haben. Ein zu viel von allem. Dinge, die uns nicht sehr angenehm sind. Hier begreife ich, was Herrlichkeit bedeutet, das Recht zu unermesslicher Liebe. Es gibt nur eine Liebe auf dieser Erde. Den Körper einer Frau zu umarmen heißt auch, ein Stück dieser außerordentlichen Freude zu umschließen, die vom Himmel ins Meer hinabströmt. Das schreibt Albert Camus in seinem Essay Hochzeit in Tipaza. Er spaziert durch die Ruinen von Tipaza und hat eine Offenbarung. Camus glaubte nicht an Gott, war aber ein Mann des Glaubens und erkennt, es gibt nur eine Liebe auf dieser Erde. Den Körper einer Frau zu umarmen heißt auch, ein Stück dieser außerordentlichen Freude zu umschließen, die vom Himmel ins Meer hinabströmt. Die Einzigartigkeit, die Erfüllung durch die Liebe, entspricht das eher der Idee von Sokrates, also der Sehnsucht nach der absoluten Liebe und einer vollständigen Erfüllung? Oder geht es eher in Richtung Jankelevich und einer Liebe, die die Fremdheit akzeptiert? Ich sehe es eher auf dieser Seite. Bei Jankelevich? Ja. Also konfrontiert zu werden? Konfrontiert zu werden mit der Liebe zur Welt. Denn für den, der liebt, eröffnet sich eine neue Welt. Die Liebe verändert auch sein Verhältnis zum Rest der Welt. Man öffnet sich der Welt und spürt eine Verbindung zu ihr. Ich finde diesen Text wunderschön. Denn er beschreibt sehr gut die Resonanz zwischen dem subjektiven Gefühl des Liebenden und der Landschaft. Eine Verbindung, die dazu führt, dass man sich in der Immanenz dieses Gefühls eins fühlt mit der Welt. In der Immanenz des Gefühls, das haben Sie sehr schön gesagt. Das ist ein Gefühl, das wir hier empfinden auf der Erde, auf unserer Ebene. Der Himmel, die Sonne, die Farben. Der Himmel, die Sonne, der Körper des anderen, es sind Gefühle für Dinge auf unserer Ebene.
Kann dieses unfassbare Gefühl der Liebe, die er beschreibt, dieser leidenschaftlichen Liebe für alles, das ihn umgibt, nicht auch, ich will nicht sagen theologisch, aber in göttlichem Sinn gesehen werden, als Offenbarung, als Epiphanie der Liebe? Ja, das ist hier sicher enthalten. Jean Kelevich und Camus sind Atheisten, doch die Art und Weise, wie sie die Liebe sehen, hat etwas Spirituelles. Sie erzeugt Schwingungen, einen unaufhaltsamen Elan, der den Körper durchströmt. Das sehe ich tatsächlich bei beiden. Luc Thomas Somme ist Dominikanerpater am Institut catholique von Toulouse. Er vertritt den Dominikanerorden bei der UNO in Genf. Wir haben soeben über Jean Kelevich und Camus gesprochen. Beides Philosophen, die, laut eigener Aussage, nicht an Gott glauben. Doch beide entwickeln eine Beschreibung der Liebe, die in ihrer Bedingungslosigkeit, in meinen Augen, von einem Glauben herrühren muss. Wie sehen Sie das? Bedingungslosigkeit ist das Schlüsselwort. Bedingungslos. In den Überlegungen, die Jean Kelevich zur Liebe anstellt, erkennt man immer wieder eine Art Faszination für die reine Liebe. Ja. Er ist nicht Christ, sondern Jude. Er ist nicht gläubig, aber er hat sehr viel gelesen. Natürlich auch die Bibel. Und die Schriften der Kirchenväter. Ja, die Schriften von Clemens von Alexandria, François Fenelon, Franz von Sales oder auch Angelus Silesius. Und er ist fasziniert von der Vorstellung der reinen Liebe. Weniger aus theologischen Gründen und dem Aspekt des Quietismus, der dahinter steht, ihn interessiert vielmehr der Aspekt der Selbstlosigkeit. Wahre Liebe ist ganz und gar alterozentrisch. Ja, das heißt, ganz auf den anderen ausgerichtet. Seine Vorstellung von Liebe ist also auch vereinbar mit der Ehe, den Unannehmlichkeiten des Alltags, dem nachlassenden Verlangen etc. Jean Kelevich hat eine sehr hohe Meinung von der Liebe, wie übrigens auch von anderen Konzepten, etwa der Vergebung. Die Frage ist nur, ist diese Vorstellung der Liebe tatsächlich möglich? Er sagt, sie ist möglich, aber nur sporadisch. Sie ist flüchtig, wie eine verblassende Erscheinung, wie er sagt, eine Spur. Es ist eine unmögliche Liebe, aber die einzig mögliche. Genau, eine Liebe, die kaum möglich ist. Eine selbstlose Liebe. Im göttlichen Sinn? Ja, der Ansatz von Jean Kelevich hat tatsächlich etwas Christliches. Oder zumindest Theologisches. Eine Liebe, die in ihrem Wesen selbstlos und bedingungslos ist. Eine Frage an Sie beide. Die Einzigartigkeit der Liebe, die darauf verzichtet, die geliebte Person im Detail zu kennen, die das tun muss, die die detektivische Neugier meiden muss, die grundlos sein muss. Grundlos und bedingungslos. Bedeutet dieses einzigartige Gefühl der Liebe, die Kontinuität oder Diskontinuität zwischen den drei christlichen Liebesbegriffen Eros, Philia und Agape? Also grob gesagt Verlangen, Freundschaft und Nächstenliebe? In der griechischen Philosophie waren es in erster Linie Eros und Philia. Ja. Der Begriff Agape ist sehr selten im Altgriechischen. Er wurde gewissermaßen von der christlichen Theologie eingeführt. Im 20. Jahrhundert schrieb ein schwedischer Theologe ein bekanntes Werk über Eros und Agape, in dem er beide Begriffe vergleicht und gegenüberstellt. Und man erkennt... Sind sie denn gegenüberstellbar? Ja und nein. Man könnte sagen, es sind unterschiedliche Formen derselben Liebe. Eros eher als vertikale, aufstrebende Form und Agape als vertikale, absteigende Form. In diesem Sinne gegensätzlich. Philia ist eher horizontal zu sehen, von gleich zu gleich sozusagen. Wenn es doch drei Dimensionen derselben Liebe sind, warum, und da interessiert mich Ihre Meinung sehr, warum erfordert Agape dann die Keuschheit? Warum wird Eros ausgeschlossen?
Die Frage ist, ob Eros tatsächlich ausgeschlossen werden soll. Das glaube ich nicht. Man muss nur das Hohelied Salomos lesen. Das wollte ich gerade auch ansprechen. Das ist ein erotischer Text, ja. Es gibt tatsächlich einen auf Gott ausgerichteten Eros. Es geht nicht nur um die literarische Verwendung der Erotik, sondern um ein Verlangen nach Gott in erotischer Ausprägung. Das ist meiner Meinung nach kein Widerspruch. Was sagen Sie dazu? Bezogen auf die Nächstenliebe finde ich die Beziehung, die Jean Kelevitsch zwischen Agape, Eros und Philia herstellt, sehr interessant. Er übt ja stellenweise harsche Kritik an den herrschenden Vorstellungen von Gerechtigkeit und Nächstenliebe, indem er sagt, die Zuwendung zum anderen, also Agape, ist eine Liebe, die, wie soll ich das sagen? Er spottet über die Menschen, die vor ihrer eigenen Tugend in Verzückung geraten. Wie gut und großherzig ich doch bin. Er stellt sich Mutter Teresa vor dem Spiegel vor. Ja. Da ist er ziemlich brutal. Ja, sehr. Und er begründet es folgendermaßen. In dem Moment, in dem ich sage, ich bin rein, bin ich es nicht mehr. Wie zu sagen, ich bin Philosoph, das ist grotesk. Wie bei seiner These des Widerspruchs zwischen Bewusstsein und Sein. Genau, es ist unmöglich, etwas zu sein und gleichzeitig zu sagen, dass man es ist. Bin ich tugendhaft, ist mir das nicht bewusst. Wird es mir bewusst, werde ich selbstgefällig und verliere die Tugendhaftigkeit. Die Tugendhaftigkeit geht, laut Jean Kelevitsch, verloren, wenn sie sich selbst hervortut. Und die Liebe muss davon verschont bleiben. Ja. Sie muss sich stetig verbessern. Sie muss sich selbst treu und in ihrer Reinheit erhalten bleiben. Kann man davon Glauben sprechen? Nein, Glaube würde ich nicht sagen. Ein Glaube ohne göttlichen Hintergrund, so wie die Personen bei Camus, die grundlos aufeinander einschlagen. Nein, ich denke, der Begriff Glaube wäre zu weit gefasst, denn er ist zu sehr mit dem Religiösen behaftet. Aber eine gewisse Spiritualität kann man ihm zuschreiben. Ich denke, Jean Kelevitsch machte sich sehr viele Gedanken darüber. Oder anders gesagt, interessierte er sich sehr für das, was unsere menschliche Existenz durchdringen kann, die er ja übrigens als amphibisch beschreibt. Bestimmt von zwei Systemen. Wenn Sie Jean Kelevitsch lesen, was nehmen Sie für sich mit? Was lehrt er Sie? Da muss ich wohl zuerst ein bisschen mein Verhältnis zu Jean Kelevitsch erläutern. Er hat mich in seinen Bann gezogen, er ist ein Charmeur. Er ist charmant. Ja, so ist es. Seine Texte sind wunderschön. Er hat die Gabe des Redners. Ja, und sein philosophischer Ansatz hat einen engen Bezug zur Musik und einen interessanten Bezug zur Zeit. In seinem Denken ist etwas, das auf das Vergängliche hindeutet und auf die Ewigkeit. Das erkennt und lebt er sowohl in der Musik wie auch in der Philosophie. Mir gefällt auch, dass er nie kategorisch ist. Er stellt keine Thesen auf. Seine Aussagen sind nie assertorisch. Das kann stellenweise sogar etwas verwirrend sein. Man liest etwas und denkt sich, hat er drei Seiten vorher nicht genau das Gegenteil gesagt? Das ist für ihn kein Problem. Nein, denn er... Aber man kann es ihm nicht vorwerfen. Nein, weil er nie dogmatisch ist. Er nimmt uns vielmehr an der Hand und geht mit uns spazieren. Er zeigt uns einen Weg und dann liegt es an uns, dem nachzugehen und darüber nachzudenken. Da möchte ich Sie fragen, hat die Beschäftigung mit Jean Kelevitsch Sie auch zur Patristik geführt? Nein, ich... Also zur Wissenschaft, die sich mit der Zeit der Kirchenväter beschäftigt. Denn wir haben ja eine gewisse Durchlässigkeit gesehen zwischen Jean Kelevitschs Vorstellung von der Liebe und der einiger großer Theologen. Wenn man sich mit Jean Kelevitsch beschäftigt, kommt man nicht umhin, immer wieder auf diesen Bereich zu stoßen. Denn seine Schriften nehmen immer wieder Bezug darauf. Allerdings hat er sich nach dem Zweiten Weltkrieg verstärkt an jüdischen Schriften orientiert. Ja, stimmt. Ich finde auch sein Verhältnis zur Mystik sehr spannend. Auch sie ist in seinem Werk sehr präsent, gerade im Verhältnis zu diesen Schriften. Er beschreibt, wie er selbst oft sagte, eine Art Realismus des Mysteriums. Das heißt, er will uns, ganz konkret, über Metaphern und Beschreibungen sensibilisieren für... Das Rätsel unserer Präsenz auf der Erde. Genau. Deswegen denke ich, dass er als Philosoph für die Leser sehr verlockend, aber auch sehr enttäuschend sein kann. Denn geht man in den Kern seiner Aussagen, findet man dort Dinge, die man eigentlich schon wusste.
Und das enttäuscht Sie? Nein, ich habe bei Jean Kelevich viel Spannendes für mich gefunden. Aber ich denke, das ist der Grund, warum seine Lehre in, sagen wir, klassischeren Formen weniger Anklang findet. Weil man ihn nur schwer in einer dogmatischen oder klassischen Form vermitteln kann. Man muss sich vielmehr ganz auf ihn einlassen. Genau. Sich ganz auf ihn einlassen, um seine Lehre weitergeben zu können. Jean Kelevich sagte, ich weiß nicht, ob ich die Musik liebe oder das Klavier. Und wenn ich hier mit Ihnen über Jean Kelevich spreche, muss ich ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich die Liebe liebe oder Jean Kelevich. Und an diesem Punkt müssen wir unser Gespräch leider beenden. Vielen Dank an Sie beide. Danke. Danke Ihnen. Herzlichen Dank. Was ist einfacher als die Liebe? Selbstverständlicher und doch so schwer zu erklären. So ist die Liebe, ganz klar, wenn wir sie empfinden, undurchsichtig, sobald wir versuchen, sie zu erklären. Denn keine Theorie kann mit dem Herzschlag Schritt halten.